Hallo Freunde, so sitze ich denn nun an einem frisch gepressten Donnerstagabend hier und trinke schwarzen heißen, leckeren Kaffee Junge. Und während ich das tue, tue ich einfach so, als würde ich kein Minecraft spielen, denn ich will kein Minecraft Let's Play machen. Und beantworte nebenbei eure Fragen an Mörch. Ich danke euch erstmal an euch vier, die ihr mir unter meinem ersten Video Fragen gestellt habt. Ich finde das super gut, das freut mich sehr. Weitere Fragen, Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen, sonstiges, irgendwas, über das wir sabbeln können, bitte entweder unter diesem Video oder unter dem ersten Video aus der Serie Gworak am Mittag oder am Abend oder am Morgen oder so. Also kurz GWAMOSAAOS oder so. Kommen wir zu euren Fragen. Liebe Freunde, der allererste, der mich was gefragt hat, das war der liebe Aioli S. Aioli S fragt, warum hast du Bart? Das lasse ich mal so im Raum stehen. Alter, Aioli, alte Killersocke, nimm die Nummer ernst. Mal ganz davon ab, dass, danke Feuerbart, du hast die Frage natürlich sehr ausführlich und umfangreich beantwortet. Ich bin ein Mann und Männer sollten Bart haben, wie ich finde. Außerdem bin ich Metalhead und Metalheads sollten Bart haben, wie ich finde. Aber der eigentliche Grund sind zwei Gründe. Also nicht nur ein Grund, sondern, also habt ihr schon verstanden, ne? Der erste Grund ist rein ästhetisch. Ich finde, es sieht unglaublich geil an mir aus. Ja, ne? Der zweite Grund ist, der Backenbart, der aus ästhetischen Gründen unglaublich gut aussieht, ist ja recht gestutzt. Manchmal, meistens vielleicht. Aber am Kinn findet sich ein unglaublich langes Gezossel, das ich gerne als meinen Fangarm bezeichne. Warum bezeichne ich das als meinen Fangarm? Ich bezeichne es als meinen Fangarm, weil es dazu dient, Essensreste aufzufangen, die ich mir für später aufsparen kann, um sie dann zu essen, wenn ich Hunger habe und nicht am Essen bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genau der Grund, warum ich Bart trage. Ne? Aber Alter, Aioli, ernst nehmen, anständige Fragen stellen, bitte. Okay, die Frage nach dem Bart ist eigentlich trotzdem ganz gut. Vielen Dank dafür. Frage Nummer 2. The Raven 0101 fragt. Lieber Raven, vielen Dank. Interessante Frage. Kirk oder Picard? Ja, ich bin tatsächlich... Ich weiß nicht, Trekkie möchte ich mich eigentlich nicht mehr bezeichnen, das steht mir nicht mehr zu. Doch war ich es einst, vor vielen Monden, als ich jung und güldenbehaart knackig war. Da habe ich quasi Star Trek oft geschaut und möchte mich deswegen als Vergangenheitstrekkie bezeichnen, der immer noch gerne Star Trek schaut. Kirk ist so dieser typische Anführer, Held, geil drauf, mutig, geht auch mal in einen Kampf rein, attackiert, steht voll hinter seiner Mannschaft, eigentlich so dieser Bilderbuchheld, wie er im Buche steht und wie ihn die kleinen Jungs als Vorbild nehmen und wie ihn die Frauen anbeten, gebetet haben, denn ich habe den Schauspieler... William Shatner in späteren Serien gesehen, unter anderem Boston Legal vor einigen Jahren, so richtig anbeten würde ich den als Frau jetzt nicht mehr. Aber damals, ja. Nichtsdestotrotz mag ich diesen, Stereotyp gezeichneten Typ Mann, Anführer, Kapitän nicht. Deswegen ist meine Antwort ganz klar Picard. Denn Picard ist der weise, edle, schon etwas ältere Captain, der ein bisschen distanziert ist zu seiner Mannschaft, ein sehr, ja, meist introvertiertes Auftreten hat, aber wenn es drauf ankommt, auch mal die harte Sau sein kann, ein durchaus fairer, angenehmer Gesprächsverhandlungspartner oder auch Gegner ist und überaus gebildet, ja. Und das ist die Typ, das ist der Typ Captain und Held, auf den ich abfahre. Und Picard war immer einer meiner Lieblinge. Und vor allem ist die Frage, was kann man eigentlich mit den Figuren machen? Die kann man hier reintun,
Und dann kann man die wieder rausnehmen. Und wenn man die rausgenommen hat, dann tut man die alle wieder rein. Junge, echt jetzt. Ja, ist klar. Jüti, Frage Nummer 3 von Steini, lieber Steinbeißer. Technisch wird es eine bunt gemischte Fragerunde übrigens. Finde ich auch super, aus allen Bereichen etwas dabei. Der Steinbeißer fragt mich, ob ich einen Mikrofonprozessor für meine Aufnahmen verwende oder ob ich meine Tonaufnahmen im Nachhinein bearbeite, via Audacity beispielsweise oder Audacity. Keine Ahnung, wie man es nennt, ist mir auch furz egal, ich nenne es Audacity. Und es ist tatsächlich so, lieber Steinbeißer, ich bin leider noch lange nicht mit meiner Broadcasting-Qualität, auf der Broadcasting-Qualität, wie du sie bietest mit deinem supergeilen Sound und auch deinen Streams. Übrigens, schaut mal beim Steinbeißer auf dem Kanal vorbei, die sind Der Kanal ist mega gut, der hat ein paar mega geile Let's Plays da drauf. Und der streamt auch jeden ersten Samstag im Monat, also auch vorbeischauen. Genauso wie beim Feuerbad, der streamt etwas öfter inzwischen, aber auch mega gut, da müsst ihr unbedingt reingucken. Ich benutze ein T-Bone-Mikrofon. Das T-Bone, das kam in einem wunderschönen, formschönen Case aus dem Musikhause Thomann. T-Bone-Mikrofon habe ich mir damals über das Let's Play Forum empfehlen lassen. Und ich muss sagen, mit dem SC45 heißt es, ich wusste es schon gar nicht mehr. SC450, wie auch immer, super zufrieden, tolle Qualität, ich hör's ja. Ich bearbeite aber dann allerdings meine Tonaufnahmen tatsächlich noch im Nachhinein mittels Audacity. Da kommt dann eigentlich nur im Groben ein Rauschentfernen drauf, ne, wie man das als YouTuber so kennt. Da kommt eventuell ein kleines bisschen Normalisierung drauf, denn ich neige dazu, gelegentlich mit dem Gesicht etwas zu dicht an das Mikrofon zu gehen, was bedeutet, ich schreie da rein, als wäre ich nicht gescheit im Kopf. Deswegen sowas, ein kleines Soundeffektchen habe ich ja ab und zu auch mal drin. Die packe ich da alle mit Audacity rein. Ansonsten macht das alleine das Mikrofon und meine unglaublich wunderschöne Stimme. Nicht wahr? Steini, vielen Dank für die Frage. Dann haben wir noch eine Frage von Quichibu. Wo kommt denn eigentlich, was für ein Dialekt spreche ich? Wo kommt der her mit dem rollenden R? So, ich werde dir jetzt eine Antwort geben, obwohl ich auf übelste Art und Weise das R rolle. Ist klar. Wo ist das Rennen gewinnen, du Schisser? Diesen Dialekt spricht man ursprünglich hier in Deutschland. Also es ist nicht amerikanischen Ursprungs. Ich werde oftmals gefragt, hast du amerikanische Wurzeln? Du sprichst ein bisschen wie ein Amerikaner. Aber es ist tatsächlich deutschen Ursprungs. Man spricht so in Mittelhessen, in der Region, in der ich einst geboren war, in der Hütte, die ich mit meinem Vater erbaute. Und zwar in Herborn. Dort wurde ich einst geboren. In Herborn und in der unmittelbaren Umgebung spricht man tatsächlich so. Daher kommt auch das rollende R. Ich habe 8 Jahre in Kassel gewohnt. Daher war ich eigentlich der Meinung, ich habe es weitestgehend abgelegt, diesen Dialekt. Doch scheinbar ist dem nicht so, wo ich aber auch nicht schlimm drum bin. Das sagt man übrigens bei uns auch so. Da bin ich nicht schlimm drum. Nein, sagt man nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht, weil ich mich da versprochen habe. Aber ich finde es gut, ich stehe zu meinen Wurzeln und ich rolle das R gerne weiter. Früher war das noch wesentlich schlimmer. Also wenn ich jetzt richtig anfangen würde, im Dialekt zu sprechen, was ich ein bisschen auch noch kann, dann würde es noch wieder, pass mal so dumm. Das könnte dann eventuell so klingen, das möchte ich euch aber hier im Let's Play nicht antun. Dann würde ich ja eine sehr eingeschränkte Zielgruppe bedienen, nämlich diejenigen, die des Herbornerisch mächtig sind. Und das möchte ich nicht. Ich will euch allen Spaß machen. Nicht wahr? Und das war die Frage von Quichibu. Vielen Dank, Quichibu. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weitere Fragen stellt, mir Themen gibt, über die ich philosophieren kann. Über mich selbst rede ich natürlich am liebsten, denn ich teile mich gerne der Öffentlichkeit mit und lasse euch gerne teilhaben an meiner unglaublichen Perfektion, die ich entwickelt habe in
leben. Vielleicht. Oder so. Ne? Also, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und Schauen. Und lege mich jetzt schlafen und sage, bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Scheiße. Was hat Renner gewonnen?